Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und weiteren 5 Quick Tipps. Diesmal zum Thema 5 Tipps für ein entspannteres Familienleben. Und wir starten mit Tipp Nummer 1 und der ist eigentlich ganz einfach. Umso entspannter du selbst bist, desto geduldiger bist du und desto entspannter ist auch dein Familienleben. Also fang im ersten Schritt doch einfach bei dir selbst an. Wie kannst du dich im Alltag besser entspannen, um geduldiger, um ruhiger zu sein, um ein entspannteres Familienleben einfach positiv zu beeinflussen und einfach auch ein gutes Vorbild zu sein? Wenn du deinen Kindern vorlebst, wie man sich entspannen kann, ist das natürlich super, super toll. Und das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Durch Yoga, durch Meditation, durch einfach mal so bewusst im Moment sein und ein Buch lesen oder zur Massage gehen, in die Sauna gehen, was auch immer es für dich ist, aber einfach mehr Entspannung in deinen Alltag holen. Das zweite ist, was bei mir vieles verändert hat, wenn es irgendwie ein bisschen kritisch bei uns dreien wird, dann kläre ich erstmal die Grundbedürfnisse ab. Ist eines der Kinder müde? Ist es durstig? Hat es Hunger oder möchte es gerade Nähe? Meistens ist es eines von den 4 Dingen. Also eigentlich geht es gerade gar nicht um das Spielzeug, um das sie sich streiten, sondern einer ist müde, hat Durst, Hunger oder möchte gerade einfach gekuschelt werden. Und das frage ich halt einfach so ab. Irgendwas davon ist es dann. Und dann haben wir die Situation meistens schon gelöst, indem wir einfach uns um das eigentliche Grundbedürfnis gekümmert haben, um das es eigentlich geht. Dann für ein entspannteres Familienleben natürlich die Themen Meditation und Yoga. Und das kann man wunderbar auch schon mit Kindern zusammen machen. Ich habe mit Vince, glaube ich, das erste Mal mit 4 Jahren angefangen zu meditieren. Da gibt es wunderschöne Sachen auf YouTube. Und Yoga mit Kindern ist auch super simpel. Da gibt es auch super tolle Sachen, super tolle Bücher und auch Kartensets, wo man jeden Tag eine Karte zieht und mal so eine Yoga-Übung macht. Und da haben die unglaublich Spaß dran. Und dann wachsen die von klein auf damit auf, mit Meditieren, mit Yoga und wissen sofort, wie sie sich entspannen können. Und das ist doch unglaublich wertvoll. Dann Tipp Nummer 4, wie sollte es anders sein? Wo habe ich das jetzt? Da hinten. Sind ätherische Öle. Also auch die helfen extrem, wenn man seinen Familienalltag ein bisschen entspannen möchte. Da ist natürlich so ein Klassiker wie Lavendel zum Beispiel oder ich habe auch noch Serenity, was für mich einfach besser riecht als Lavendel, aber im Grunde dasselbe bewirkt. Und also Lavendel zum Beispiel die Kissen vorm Schlafengehen einsprühen oder das kommt auch mit einem Trägeröl bei den Kindern unten auf die Fußsohlen. Oder was ich jetzt auch angefangen habe, ist die Kinder mit ätherischen Ölen tatsächlich auch zu massieren, weil die das auch sehr, sehr gerne mögen. Und das ist so spielerisch, das machen die schon total gerne. Also die nehmen sich selber diesen Lavendel-Roll-On und tragen sich das gegenseitig auf den Fußsohlen auf. Das ist einfach so was Natürliches geworden und trägt aber extrem zu einem entspannteren Familienleben bei. Und mein letzter Tipp ist wieder mal von EasyFam. Das hier ist das Race, das Rennen. Ich muss da noch ein bisschen, in der Broschüre lese ich euch da noch mal ein bisschen was dazu vor. Erstmal, wie funktioniert das Ganze? Also das ist für die Morgen- und Abendroutine gedacht. Jeder hat hier so eine Spielfigur. Und morgens, ne, da liegen wir noch im Bett. Und wenn ich dann gefrühstückt habe, mir die Zähne geputzt habe und mich angezogen habe, bin ich schon mal viel, viel weiter als die Kinder, die noch im Bett liegen, die dann auch frühstücken müssen, Zähne putzen müssen. Und so funktioniert das Ganze. Und am Abend dreht man das einfach um. Dann dreht man hier die Magnete einfach um. Und dann geht das einfach wieder rückwärts, bis man dann wieder in seinem Bettchen liegt und all seine Aufgaben erfüllt hat. Also hier ist Platz für insgesamt 5 Dinge. Also hier ist immer das Aufstehen bzw. ins Bett gehen für 5 verschiedene Dinge. Bei uns sind es jetzt aktuell gerade 3, weil wir erst damit anfangen und ich es übersichtlich halten möchte. Aber es ist so, 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 so toll. Das steht halt einfach bei uns zugänglich für alle, dass jeder seine Spielfigur bewegen kann. Und ich lese euch jetzt aber mal noch ein bisschen was dazu vor. Und zwar zum Wirkprinzip. Also wie gesagt, ist für Morgen- und Abendroutine gedacht. Wirkprinzipien des Easy Fam Race. Erstens, Spieltheorie.
Kinder lernen schneller und einfacher, wenn dies spielerisch und ohne Druck ist. Das stimmt. Also wenn ich denen immer wieder vorbete, ah, ihr müsst euch jetzt noch anziehen und ihr müsst jetzt noch die Zähne putzen, da hat ja keiner von uns mehr Bock drauf. Und so ist es einfach viel, viel süßer. Dann zweitens die Sichtbarkeit. Kinder lieben es, wenn ihre Fortschritte sichtbar gemacht und sie dafür gelobt werden. Das stimmt auch. Das ist wirklich sehr wichtig. Drittens der Wettbewerb. Da bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig beim Thema Wettbewerb. Aber natürlich ist es etwas, wo Kinder, oh, ich möchte der Erste sein. Und das hat man halt natürlich mit diesem Race. Viertens Selbstständigkeit. Finden Kinder toll, ist tatsächlich so. Auch dieses, sie können dann dahin gehen und ihren Magneten selber bewegen. Also schon das finden die halt super toll. Auch Wiederholung, weil es ja einfach was Tägliches jetzt geworden ist, finden Kinder auch toll. Ist ja auch wichtig für Kinder. Stolz. Jeder rückt nach erledigter Tätigkeit seinen Fortschrittsmarker stolz ein Feld vor. Das stimmt auch. Transparenz. Ja, jeder sieht, wie weit jeder ist. Und da ich ja auch mitmache, sehen die auch, wie weit ich bin. Einfachheit. Genau, also es ist super simpel gemacht. Du musst nicht jeden Einzelschritt einfordern, sondern nur an das Board erinnern. Genau, du musst nur sagen, hey, guck mal wieder an das Board, was musst du denn heute vielleicht noch machen? Und nicht, also musst du jetzt noch dies, das und jenes machen. Genau, dann die Begeisterung. Versuche es, du wirst staunen, wie begeistert die Kinder von Anfang an mit dabei sind. Das stimmt tatsächlich wirklich. Und Punkt Nummer 10 ist die Wertschätzung. Jedes Lob der Eltern verstärkt das Verhalten der Kinder positiv. Das gemeinsam Erreichte stärkt Familienverbund, Wertschätzung und Team Spirit. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Und das ist es halt wirklich. Dadurch, dass ich halt einfach auch mitnehme und sie mitmache und sie diesen Fortschritt sehen, irgendwann werde ich dann auch noch Magnet sowas wie Aufräumen dazu nehmen oder Kindergartenrucksack selber packen oder so. Aber ich habe erstmal mit diesen drei Sachen angefangen, damit sie das Prinzip einfach mal verstehen. Und das sind ja Sachen, die sie sowieso schon irgendwie automatisch tun, ne? Also Zähne putzen und sich anziehen und frühstücken und Abendessen. Aber dass sie das System verstehen. Und dann kann ich das ja hier auch austauschen. Also man kann ja die Aufkleber auch wieder wegnehmen. Es ist auch wie bei dem letzten, was ich euch bei Easy Farm vorgestellt habe, dass es auch Rohlinge gibt, wo man nur so eine weiße und eine gelbe Hälfte hat und das dann selber beschriften oder draufmalen kann, was halt ist. Gibt auch halt was für ein Haustier oder. Gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Genau. Ich verlinke euch das Race von Easy Farm wieder unten in der Infobox. Also wir lieben das tatsächlich sehr. Also das Taskboard ist schon geil, aber das Race ist nochmal sehr, sehr schön, vor allen Dingen für kleine Kinder. Ich muss mal gucken, genau. Ab 3 Jahren ist nämlich das Race empfohlen, von 3 bis 9 Jahren ungefähr. Und kann man natürlich in einer Familie, wenn jetzt die Eltern nicht mitmachen, in einer Familie, von, wenn dann halt 3 Kinder sind, funktioniert das halt auch. Ich mache halt jetzt einfach nur noch mit. Weil Svea ist ja auch gerade so 3. Und deswegen ist das sehr schön. Aber es ist auch wirklich für 3 Jahre absolut total geeignet. Also die verstehen sofort das Prinzip, wie das Ganze funktionieren soll. Und ist ein super Einstieg. Also ich würde zum Beispiel auch mit 3-Jährigen mit dem Race tatsächlich anfangen. Und mit dem Taskboard, was ich euch hier vorgestellt habe, dann vielleicht weitermachen, wenn sie dann ein Stückchen älter geworden sind. Also ich mag das sehr, 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 sehr gerne. Kann euch das sehr ans Herz legen, das einfach mal ausprobieren. Das entspannt so vieles. Vor allen Dingen an diesen Grenzpunkten. Halt morgens, wenn es hintereinander gehen muss. Und auch abends, wenn man einfach schon durch ist vom Tag, erleichtert das tatsächlich vieles, wenn die Morgen- und Abendroutine durch so eine Sache vereinfacht wird und spielerisch einfach der Druck rausgenommen wird. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Tipps sind für ein entspannteres Familienleben. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!